Ja, guten Tag und aus gegebenem Anlass möchte ich auch meiner Rede einige Worte zu der Rücktrittsentscheidung der Familienministerin Franziska Giffey vorwegschicken. Franziska Giffey hat in der heutigen Kabinettssitzung mitgeteilt, dass sie mich bittet, dem Herrn Bundespräsidenten ihre Entlassung aus dem Amt der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorzuschlagen. Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt, aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Ich habe mit Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und dafür danke ich ihr von Herzen. Sie hat sich mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt. Für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland hatte Franziska Giffey in ihren Jahren als Ministerin wichtige und bleibende Fortschritte erreicht und ich wünsche ihr für die kommende Zeit alles Gute.